Danke, Hyrule. Ja gut, hier oben ist dann halt, ne? Welche Katzenohren möchtest du in Hybrid? Mit Flausch, ohne Flausch oder mit Glöckchen? War klar. Aber die gehen am einfachsten. Bin ich immer ganz dankbar für. Ein Öhrchen. Und Öhrchen. Warum fragst du eigentlich immer? Weil es ja sein kann, dass jemand oder dass du vielleicht mal andere Öhrchen haben möchtest. Der eine will irgendwie nicht. Nein! Das eine Öhrchen will gerade nicht. Sollte jetzt hoffentlich richtig sitzen. Und für den Winterfuß mit Glöckchen. Vielleicht kann ich es mir ja zum nächsten Winter irgendwie. Das Öhrchen will heute nicht. Jetzt. Vielleicht kriege ich es ja hin, über das Jahr hinweg nochmal ein, zwei neue Öhrchen zu bestellen. Welche, die vielleicht auch wieder mit dem Reif sind, die ich mir dann nicht da so hinterklemmen muss. Okay. Bin hier. Das dauert aber halt Ewigkeiten, die Quest hier. Den muss ich halt von A nach B nach C eiern. Dann mache ich das halt so. Okay. Dann erst einmal nach da hinten. Das passt. Hoffe ich. Ich werde mich wahrscheinlich bis dahin eh wieder 2000 Mal verlaufen. Ah, wie das irgendwie hin? Hey, Drachi. Autsch. Ja, wir ignorieren dich. Brauchen euch nicht. Warte, die Ader möchte ich gerne einmal mitnehmen. Ein bisschen in die Richtung halten. Ach, hier waren wir ja sogar schon mal. Hier hatten wir einmal diese Ochs gesucht, die hier rumfleuchen. War hier nicht auch irgendwo mal diese eine große Fette da gespawnt? Mit diesem leuchtenden Symbol? Wo da? Oder da? Ich glaube, da war's. Gerade scheint auch nicht da zu sein. Der tickert hier nämlich manchmal rum. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig gehe. Wahrscheinlich. Doch, ich muss ja die Richtung.
Na, mal gucken. Mehr als verlaufen kann ich mich nicht. Ich glaube, das müsste dann wieder dieses eine Lager sein. Wir könnten uns halt auch hinporten, aber... Ich glaube, ich habe halt auch nicht mehr so viele... 3 Stück habe ich. Habe ich noch? Ah, nee. Habe ich nicht mehr. Okay. Sonst hätte ich mir vielleicht noch welche dazu holen können, aber nee. Nee, machen wir nicht. Das passt schon so. Dann einmal hier um. Ach ja, okay, das ist dieses eine Lager, wo wir schon öfter waren. Okay. Dächen. Seid gegrüßt. Es ist eine Freude, euch zu sehen. Hattet ihr Erfolg? Ja, das ist das Gebräu, das Mithrandi erwähnt hat. Das sieht aber nicht gerade besonders aus, oder? Ich werde mit Evan darüber sprechen, wie wir das hier am besten einsetzen. Und dann werden wir sehen. Von den Bergen. Schwer. Und ins Buch der Taten habe ich auch Evan nicht mehr reingeguckt. Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Wort. Na komm, ich nehme es zumindest einmal an. Ich habe zwar gesagt, ich werde nichts Rotes in meinem Questlog erstmal haben, aber wir nehmen es einfach erstmal an, dann haben wir es. Da muss ich hier vielleicht erstmal nicht mehr hoch. Herr Daria, ich habe eine Nachricht für euch. Herr Elrond wünscht euch in einer Angelegenheit von einiger Dringlichkeit im Bruchteil zu sprechen. Sein Bote hat nichts über den Anlass dieses Gesprächs verlauten lassen. Das muss wichtig sein. Begebt euch von den Bergen hinab in das Tal vom Bruchteil und sucht Elrond in seinem Haus auf. Da haben wir sowieso zwischendurch immer wieder nach Buchtein müssen. Es werdet ihr mir helfen? Geh hinfällig. Bei Durin's Bart, das wird für wahr ein vortrefflicher Tag. Gandalfs Gebräu ist genau das, was wir brauchen, um die Feuertopflager der Bilbisse in ein flammendes Inferno zu verwandeln. Ich habe einen schnellen Blick auf das Lager geworfen, während ihr in Bruchtein wart. Und ich habe gefunden, was wir brauchen. Seht ihr das riesige Ding auf dem unteren Hang? Mit dem Gerüst und dem großen brennenden Kessel darauf? Das ist das Herz ihrer Produktionsstätte und genau dort werden wir zuschlagen. Sie haben überall in ihrem Lager Material für ihre Feuertöpfe. Wir müssen nur Gandalfs Gebräu in diesen Kessel gießen und ihn dann umstoßen und die Mixtur sollte den Rest erledigen. Merkt euch meine Worte. Okay, ich habe es schon wieder vergessen. Okay, da komme ich aber automatisch wieder zu dem Ganzen mit dem Bilbisdorf, glaube ich. Ja. Bilbisdorf mache ich heute nicht. Vergesst es. Dann einmal hier entlang, glaube ich. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Es ist so dunkel. Und so hell. Dunkel und hell zugleich. Es ist einfach nur neblig. Oh Scheiße, ja, geht's da jetzt nur runter oder nicht? Runter geht's dann bestimmt, aber
Sterbe ich oder sterbe ich nicht? Oh, Geronimo. Aua. Oh. Also der leuchtet doch im Dunkeln. Was hat der für ein Level? Sieht man nicht, ne? 110 war es, glaube ich, oder? 100, 110? Irgendwann. Irgendwann. Verschwunden? Ah ne, da ist er noch. Okay. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn er vielleicht mit aufziehendem Nebel hier wieder verschwinden würde. Ein Schneesturm ist es ja eher. Das ist das Ding mit dem Kessel. Alle Katzen schreien. Autsch. Musstest du gerade kommen? Bist du nicht warten können? Muss ich da drauf? Scheinbar. Hoppala. Oh, hi. Aber die Musik war cool. Ach ja, das Lager fängt sich ja hier komplett einmal an zu brennen. Ihr habt ja gerade nur so Bilbis so rumfliegen sehen. Da ist wieder einer. It's raining, Bilbis. Okay. Jetzt könnten wir einmal da wieder hin. Was ist das denn da unten für einer? Abwesender Autor. Okay, ist da was? Ich habe gesagt, ich will keine Münzen ausgeben. Was mache ich? Ich gebe Münzen aus. Münzen aus. Scheiß was drauf jetzt. Ich werde sie mir gleich ansehen. Aber zuerst solltet ihr Folgendes wissen. Hier gibt es Balvi die Karte und er überfliegt sie kurz, bevor er sie wieder zusammenfaltet. Ich werde sie mir gleich ansehen. Aber zuerst solltet ihr Folgendes wissen. Ach, das ist mit Bingo. Dieser Schoßlux von Bingo. Wie war nochmal sein Name? Willem Dingsbums. Er ist mir in einigen Abstand hierher gefolgt und ich vermochte nicht, ihm in die Augen zu blicken. Ich glaube, er gibt mir die Schuld am Verschwinden seines Herrchens. Und zwar hat er damit nicht Unrecht. Aber er versteht, glaube ich, nicht ganz, dass ich es mir anders überlegt habe und die Sache wieder gut machen möchte. Nun, er folgte mir eine Weile und bog dann in südöstlicher Richtung ab. Er meint hier, er könnte Bingos Fährte aufgeschnappt haben? Wie dem auch sei, in der Erfolgkluft dort hinunter wohnen Gauridain und ich möchte nicht es ihm einfach zustoßen. Jedenfalls nicht, bevor ihr ihm versichert habt, dass ich ein Freund bin. Ach ja, der hatte uns hier in eine Falle gelockt, obwohl wir ihm geholfen hatten und blabiblub. Naja, ich erinnere mich. Da war was. Ganz leise dämmert's. Da habe ich mich darüber aufgeregt, glaube ich. Irgendein Viech, was wir hiervon brauchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh doch! Euch brauchen wir! Mensch!
mir hier sogar gar nicht gedacht. Was seid ihr denn? Na, so Wolfsmenschbrut? Ganz seltsame Viecher. Und ihr wart bestimmt für so ein, eine andere Startaufgabe erstes. Machen wir auch mal. Wenn sie gerade hier sind. Ein paar kleine Würmer dezimieren. Passt doch. Uraltes Eisen. Das. Hier sitzt natürlich auch wieder eine Tat in Stand, glaube ich. Wie ich es gerade richtig gesehen habe. Wir haben ja nicht schon genug Taten, die erledigt werden müssten. Stirb, kleiner Wurm, stirb. Okay, das Maul sieht aber seltsam aus von den Viechern. Ganz seltsam. Und unser Inventar ist voll. Übel Wurmaugen. Ach du Scheiße. Ja, ich konnte ja was tragen. Ich habe schon wieder vergessen, mir hier meinen VIP-Kram zu holen, ne? Für Level 50, ja. Das hier kann ich auf jeden Fall mal rauspacken. Pack ich auch einmal raus, das brauche ich nicht mehr. Ja, werden wir am Ende wahrscheinlich nochmal Richtung Bre oder so marschieren. Ich habe hier meine ganzen Sachen gerade nicht. Das schadet nicht. Ich glaube, in meinem Haus, die Truhe ist auch fast voll. Ich will mir aber halt... Wobei, na gut, ich könnte für einen anderen Char die Truhen benutzen. Diese Kisten. Aber da wird dann halt eigentlich auch nur das Gleiche drin sein. Noch näher ging mich an ihn ran. So, wo müssen wir hin? Na, ganz da hinten. Ja, ja, ja. Was habe ich denn für hier hinten dann noch für Aufgaben? Okay, ändert sich nichts. Sind die gleichen dann? Eines gewechselt. Okay. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich jemand benutzen könnte? Ich würde ja auch gern mal. Die kann ich halt alle noch nicht benutzen. Gegenstand kann nur Erfüllung von Auftrag aufgegeben werden. Okay. Das hier. Schwere Rüstung. Ich schmeiße das einfach alles raus jetzt. Wo war es denn? Was konnte ich denn nochmal abgeben für Ruf? Was ist die hier? Ihr müsst die Aufgabe Kundschaft in den Ruinschluchten erledigt haben. Habe ich die Quest schon? Müsste doch eine normale Quest dann sein, oder? Ich habe hier noch was von Glorfindel offen. Warum habe ich das nicht gemacht?
Warum habe ich so vieles nicht gemacht? Ach, das ist schon Band 2 dann. Ja gut, wir wollen aber erstmal Band 1 beenden. Wir wollen eh erstmal Band 1 beenden. Jetzt will ich aber einmal, kurz nachgucken. Weil ich wüsste tatsächlich jetzt nicht, welcher Quest das zusammenhängt. Okay. Regionsaufgaben für Rufmarken, ja. Schütze von Karolan. Ja, nein, das brauche ich alles nicht. Das brauche ich da. Okay, das ist was in den Trollhöhen tatsächlich. Vom Bruchtal. Gründung der Wildnis. Der knappe Rück vom einsamen Zentrum für die Aufgabenreihe weiter. Wie folgt: Erkundung der Wildnis, Trampen der Klauen, Ärger bei der letzten Brücke, gestohlene Steine. Liebe Kundschafter in der Bruinschlucht. Okay. Das werde ich mir hier einmal ganz kurz hinpacken. Weil das brauchen wir ganz dringend. Vielleicht machen wir jetzt einfach hier mal kurz die Quest in der Gegend kurz fertig. Und dann gehen wir nochmal in die Trollhöhen und gucken, wo ich da was verpeilt habe. Aber eine Sache habe ich da definitiv schon übersehen. Mir kam das auch schon seltsam vor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da was fehlt. Sehe ich denn irgendwo? Sehe ich auch beendete Aufgaben eigentlich? Warte mal. Habe ich gar nicht angenommen. Also da. Ich habe es tatsächlich nicht angenommen. Ich habe es tatsächlich übersehen. Ist er denn? Okay. Wartet mal. Okay, wir gehen einmal da in die ganz hinterste Ecke. Machen das einmal schnell. Und dann geht's einmal kurz in die Trollhöhen. Brauche ich dich Weißpelzwolf? Nein, ich brauche ich nicht. Dahin? Nee, ich glaube, ich muss direkt hier hin. Weil ansonsten sammle ich mir hier nämlich den Wolf bei den Dingern. Es geht da nur nie voran. Erkundung der Wildnis erledigt. Ja. Okay. Weil ich könnte dann nämlich schon so viel abgeben von den ganzen Sachen. Nee, nee, nee. Das machen wir auf jeden Fall noch. Weil das blockiert mir hier nämlich drei, vier, mindestens vier Plätze. Okay.
Da habe ich aber viel Groove, was ich abgeben kann. Wie viel bringt das denn? Wenn erstmal kurz aufkommen, muss unsere Mülltonnen reinholen und wir fix einen rauchen gehen. Mach das. Wie gesagt, Mülltonnen müsst ihr eigentlich auch noch reinholen, aber das mache ich später. Ich muss ja eh in einer Stunde die Kleine einmal, also den Hund einmal kurz rauslassen, wieder. Dann verbinde ich das. Bis gleich, Hybrid. Schön. Okay. Hier haben wir wahrscheinlich auch wieder ganz viel drin dafür. Ah ne, geht's sogar. Ich hätte halt schon gerne die Sachen, womit ich den Ruf erhöhen kann. Na, wie sieht unser Ruf denn eigentlich aus? Okay, Martum-Gesellschaft sind wir auf jeden Fall Verwandte. Hüter Numinas auch, Menschen von Bre auf. Torins Halle müssten wir uns noch ein bisschen bemühen. Elm vom Bruchteil sowieso. Und Waldläufer. Die Glen sind wir eigentlich ganz gut dabei. Bin ich zumindest. Sah zumindest schon mal schlechter aus. Einen von diesen Töpfen brauchen wir noch. Vermute mal hier hinten dann. Der letzte muss da natürlich versteckt sein. Weil das scheint hier echt so ein Wolfsclan zu sein. Und einen Windmeister brauchen wir auch noch. Oder 50 Aufgaben haben wir auf jeden Fall schon abgeschlossen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Windmeister ist erledigt. Wolf muss erledigt werden. Ich habe nicht gesehen, dass da noch ein Wolf steht.
Im Wulhaar. Okay, wir müssen aber hier immer noch weiter. Können noch nicht zurück. Können uns halt auch hin teleportieren, aber nö. Da ist er. Film Wilhelm Mount euch traurig zu und es ist klar zu sehen, dass er traurig ist, weil Bingo nicht da ist und frustriert, dass seine Suche in der Erfolg-Luft erfolglos war. Ihr versichert ihm, dass ihr den Hobbit nicht aufgeben werdet. Seine Antwort ist ein Schnüffeln, das nicht überzeugt wirkt. Ihr redet ruhig auf den Lux ein und sagt ihm, dass eurer Spalvis und vor allem Willems Bemühungen bedarf, um die Höhle zu finden, in die Bingo gefallen ist, und ihn wieder zurück ans Tageslicht zu bringen. Der Lux schnaubt, bewegt dann aber widerwillig seine Ohren in eure Richtung, um euch zuzustimmen. Ihr solltet jetzt zu Spalvi zurückkehren und ihn dann und in Erfahrung bringen, ob er mithilfe der von euch geborgenen Karte irgendwas herausfinden konnte. Okay. Das heißt, wir können jetzt einfach hier Schnurstracks einmal rausreiten. Hoffen, dass wir hier gut durchkommen. Nein, nicht festhaken. Bitte. Diese ganze Armee an Viechern. So kann man ein Lager auch aufmischen. Oh, hier ist er. Der kleine Lux. Ich habe diese Karte studiert und habe sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Ja, war klar. Ihr habt Bingos Schoßlux gefunden und er ist friedlich zurückgekehrt. Aber warum zeigt er mir seine spitzen Zähne? Fragt Spy, wie erschreckt. Sagt ihm, dass Willem Wollhahn nicht Bingos Schoßkätzchen ist, sondern ein Freund, der jederzeit gehen kann. Dem muss wohl so sein, denn sonst wäre er schon lange fort. Aber seht euch mal diese Karte an, die ihr mir gebracht habt. Ich fürchte, ich habe sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten. Die gute Neuigkeit ist, dass diese Karte zufolge ein unterirdischer Fluss unter dem Gebirge entlang fließt, weit Richtung Süden zu strömen scheint. Vielleicht wurde Bingo von der Strömung in Sicherheit gebracht. Die schlechte Neuigkeit ist, nun ja. Ich glaube, für die schlechte Neuigkeit sollten wir zum Langbartlager im westlichen Buinquell des Nebelgebirges reisen. Ich werde nicht mit ins Lager hineinkommen. Verratet ihnen nicht, dass ich ein Grimhand bin. Ich werde nicht mit ins Lager hineinkommen. Sie würden nicht besonders freundlich reagieren. Ja, verständlich. Okay, das wäre dann da hinten. Aber da ich ja jetzt einmal zu den Trollhöhen möchte, weil uns ja da eine Quest fehlt, die ich ja verpeilt habe, möchte ich das einmal gern erledigt haben. Weil ich weiß, ich mache es sonst nie. Ich möchte diese Rufdinger endlich verwenden. Weil dann würden wir vielleicht ja auch, vielleicht würden wir es hinkriegen, dass wir mindestens eine Stufe noch rauskriegen. Jetzt ist die Frage. Wo finden wir das Kram? Hier ist auf jeden Fall eine Quest, die wir abgeben können. Ihr bringt Nachricht von den Zwergen. Ich erinnere mich an die zwei, von denen ihr sprecht. Denn einem von ihnen schien es unangenehm zu sein, als ich von meiner Studien über die Elben in der Region berichtete. Sigurd war sein Name? Ja, das ist er. Er schien mir ein anständiger Bursche, doch hinter seinem Bart spürte ich die Abneigung seines Volkes. Die meisten Zwerge, die ich getroffen habe, konnten sie besser verbergen, er nicht. Ich vermute,
Ich vermute, dass hinter dieser Abneigung das Geschenk Mirdanans steckt. Obwohl das nicht so sein sollte. Wenn meine Studien über Eregion mich etwas gelehrt haben, dann dies. Die Geschenke der Gwaith-i-Mirdain waren immer wahrhaftig und kamen mit guten Absichten, obwohl sie so anfällig für Missbrauch und schöne Worte waren. Wie alle guten Leute damals. Und da wäre noch, aber ich will jetzt ja einmal gucken, wo diese eine Quest ist, die ich übersehen habe. Wir wissen ja auch, wie sie heißt. Erkundung der Wildnis. Und der Quest müssen wir einmal folgen. Wenn wir Erkundung der Wildnis haben, dann können wir zumindest schon mal die Dinger hier loswerden. Also jetzt Augen offen halten. Hört meine Worte. Die letzte Brücke. Gehörte die nicht mit dazu? Ah ne, Ärger bei der letzten Brücke war das nur. Okay. Okay, das Ding lädt halt einfach immer noch, ne? Ich hoffe einfach, dass ich es finden werde. Und das eigentlich für Tränke. Ja. Ich hier eindeutig zu wenig Tränke benutzt. Wie eigentlich immer. Bohre von Imladris. So, jetzt muss ich einmal gucken. Wie waren die Koordinaten dafür? Okay, also irgendwo da. Da. Genau an der Grenze. Ernsthaft? Also so ernsthaft, ernsthaft? Okay, gut. Dann reiten wir jetzt heute einfach durch. Wird schon irgendwie. Geradeaus und gib ihm. WW Hybrid. Wie konnte ich denn eine Quest direkt am Anfang verpassen? Das muss man sich jetzt aber mal echt auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ja so ganz am Anfang. Konnte ich die verpeilen? Oder bin ich direkt der Boffin Quest 3 gefolgt? Weiß das gar nicht mehr. Schon so Ewigkeiten her. Damals war die Welt noch in Ordnung. Oh, ich wies die Tate 39. Oh, 38. Aber sie verfolgen einen immer noch. Ich glaube, es ist nicht ganz so gut, wenn ich jetzt den Berg hier runterspringe, oder?
Ich weiß nicht, ob es dann direkt runter geht oder ob da noch Abzweigungen sind. Na doch, hier kann ich es wagen. Zack. Einmal. Autsch. Das gehörte so. Autsch. Die Knochen des Pferdes heilen schnell. Hoffe ich. Aber wir haben uns Zeit erspart. Die Ruinenfurt, ja toll. Alter, für eine einzige Questreihe. Ja gut, aber wie gesagt, wenn wir die eine Quest haben, dann ist das ja schon mal viel wert. Ist doch schon mal sehr, sehr viel wert. Aber ich habe mich auch schon gewundert, warum es so wenig Quests in den Treuhöhlen gab. Ich glaube, ich habe das hier halt einfach nur irgendwie ausgelassen, weil ich so schnell wie möglich nach Bruchteil wollte. Das kann nämlich auch sein. Dass ich einfach nur nach Bruchteil wollte und gedacht habe, ach komm, schütt was drauf. Ja, ist ja gut. Das kann jetzt dauern. Wenn sie nicht gestorben ist, dann rennt sie noch heute durch die Treuhöhen. Aber hey, so weiß ich wenigstens, wo ich beim Run mit Gaia drauf achten muss. Wird sowieso eine Höllentour. Also im Sinne von Quests machen. Ich glaube, wir gehen dann sowieso komplett über Level durch. Wenn wir dann ja auch das Buch der Taten noch machen. Mal gucken. Haben wir es gleich? Ja, wir haben es gleich. Ohne Scheiße, ich möchte echt mal wissen, wie lange man braucht, wenn man vom Auenland komplett einmal bis auf Bruchteil durchrennt. Ich meine, es gibt ja keine Ladezeiten. Die einzige Ladezeit ist halt von den Eredluin zum Auenland hin. Das ist, glaube ich, die einzige Ladezeit gerade. Sonst kannst du sogar bis zum Nebelgebirge, glaube ich, einfach durchrennen. Ja, bis zum Nebelgebirge kannst du sogar. Braucht man bestimmt so 1 bis 2 Stunden für. Und am besten zu Fuß. Einmal zu Fuß, ohne Reittier. Oh Gott. Ich glaube, ich würde sterben. Wir haben es gleich. Und irgendwo hier habe ich eine Aufgabe vergessen. Irgendwo hier.
Weil hier ist tatsächlich gar nichts. Macht das Ganze noch besser. Doch hier. In Grau. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Erkundung der Wildnis, da ist er. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich und schafft, dann brauche ich die auch? Nee. Erkundung der Wildnis. Okay. Ja gut, dann mache ich halt nur noch die, also die andere Quest mache ich nicht. Dann mache ich nur hier die Erkundung der Wildnis. Lese ich jetzt auch gerade tatsächlich mal nicht. Weil sie ist für mich quasi so ein bisschen verirrt. Erkundung der Wildnis. Das Markierung an der Straße platziert im Vorne so. Weiße Flagge hier schon ostwärts entlang der Straße zu suchen. Okay. Huch.